Hallo und Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, mein letztes Video, was gestern online kam, war Überaufsicht. Gut, gut, war es auf keinen Fall. Aber hey, scheiß drauf, ich wollte mal austesten, ob ich das kann. Und jetzt würde ich sagen, geht's heute wieder los mit Fact Time. Fakt Nummer 1, die Franzosen und Engländer haben bereits zweimal überlegt, sich in einem Land zusammenzuschließen. Irgendwie passt das meiner Meinung nach so ziemlich gar nicht zusammen. Ich meine, die einen kultiviert, coole Küche, cooles Essen, die anderen fressen einfach zum Frühstück schon die Scheiße. Ich glaube, das lass dir besser mal, das hat einfach keinen Sinn so. Der nächste Fakt ist ein bisschen creepy, und zwar ist es so, dass 200 Leichen am Mount Everest liegen. Da sie nicht geborgen werden können, werden sie als Ortungspunkt, um den Gipfel zu erreichen, verwendet. Um auf das Thema Frankreich, England nochmal einzugehen, habe ich noch einen Fakt. Und zwar ist es so, dass der Eiffelturm so ein großer Erfolg war, dass England in Betracht gezogen hat, selbst einen Eiffelturm zu bauen. Dazu gab es 68 Entwürfe, doch gebaut wurde im Endeffekt keiner. Ein weiterer Fakt ist, dass der Cappuccino nach den Kapuzinermönchen benannt wurde, was eigentlich auch Sinn ergibt, da sie so eine ähnliche Uniform haben. Aber ist ziemlich interessant. Wer kann sich nicht an die Mondlandung erinnern? Ich habe damals noch nicht gelebt, aber ich habe sie mitbekommen. Auf alle Fälle gab es für die Mondlandung eine alternative Rede, falls die Landung schief geht. Erstaunlich, aber Kim Jong-un ist jünger als Harry Potter. Der Begriff einen Moment kommt aus dem Griechischen und ist ein Zeitmaß, das 90 Sekunden bemisst. James Bond müsste Russe sein, denn die Vorwahl von Russland ist 007, was seinen Code als Geheimagent entspricht. Facebook ist nur deshalb blau, weil Mark Zuckerberg eine Rot-Grün-Schwäche besitzt. Ja Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, hier abonnieren. Hiermit bin ich raus. Ciao.